hören. Sonst nochmals bitte um Feedback. Genau. Ich teile jetzt meinen Bildschirm und hoffe, dass das gleich funktioniert. Sehen Sie meinen Bildschirm? Ja, Michin. Okay, danke schön. Ja, schönen Abend von mir, von EWS Consulting, stellvertretend hier. Wir haben heute mitgebracht unser EWS Sonnenfeld, beziehungsweise auch Informationen zur ersten Pilotanlage in Bruck, welche letzte Woche feierlich eröffnet wurde. Es freut mich, dass ich hier das auch in Niederösterreich präsentieren darf. Wir haben ja auch ein Büro in Pandorf, also direkt an der Grenze. Das Büro in Pandorf ist zwar im Burgenland, aber hart an der Grenze, und die Anlage steht ja in Niederösterreich, in Bruck an der Leitha. Ja, kurz zu EWS Consulting. Ich springe nochmal zurück. Wir beschäftigen uns seit über 25 Jahren mit erneuerbarer Energie. Primär sind wir oder kamen wir, kommen wir aus der Windenergieplanung, aus einer der großen Planungsfirmen sozusagen. Wir haben aber auch schon gemerkt in den letzten Jahren, dass das Thema Photovoltaik mehr wird und dass das Photovoltaik-Thema sozusagen auch den Themenkomplex, den Sie schon umrissen haben, so sinngemäß, wie erreichen wir die Ziele, geht sich das alles so aus? Auch mit natürlich den von uns auch priorisierten Maßnahmen auf den Dächern, auf den versiegelten Flächen, können wir das schaffen oder braucht es da mehr? Das habe ich auch mitgebracht. Wir haben uns mit dem auseinandergesetzt und wir sind der Meinung, dass es sehr intelligente Lösungen brauchen wir in Zukunft, und an denen haben wir gearbeitet, und jetzt sind wir halt sozusagen, Gott sei Dank, so weit, das auch dann ausrollen zu können. Wir nennen es Sonnenfeld. Ich habe eben, wie gesagt, diese drei Folien mit, wo wir glauben, sozusagen in Österreich, wo wir stehen. Ich meine, bitte verzeihen Sie, wenn ich vielleicht nicht ganz am aktuellen Stand bin, aber ich habe versucht, vielleicht bekanntes Material zu verwenden. Ich habe diese Folie reinkopiert. Sie basiert, denke ich, auf bekannten Ausarbeitungen der AIA. Es kursieren zwar immer wieder auch andere Zahlen, je Bundesland, da möge man streiten drüber, aber die 11 Terawattstunden Photovoltaik sind gesetzt, eben auch bei der Windenergie. Wie sich hier aufteilt auf die Bundesländer, ist dargestellt. Wir als EWS, wir haben jetzt einmal eingenordet die 2,7 Terawattstunden für Niederösterreich. Das interessiert uns heute. Und wir schauen uns natürlich auch die Märkte an und erkennen und schließen dann auch zurück über die Maßnahmen der jeweiligen Landesregierungen. Wenn wir uns jetzt Niederösterreich genauer ansehen, und das ist vielleicht dann auch die Intention oder generell das Thema Freifläche versus Dach, ich meine, da gibt es natürlich viele Meinungen und man liest auch viel dazu. Was immer wieder auch gezeigt wird, ist die Studie von Hubert Fechner, die sich damit auseinandergesetzt hat. Hier ist es dann schon so, sozusagen, und das erkennt man hier an diesen Grafiken, dass da ein erforderlicher Freiflächenausbau bis 2030 zur Erreichung der Ziele auch dargestellt ist. Das hat auch dann die AIA wieder runtergebrochen. Das sind diese schraffierten Balken. Da kommen wir mal ungefähr auf ungefähr die Hälfte, sage ich einmal, des notwendigen Ausbaus, der auf der Freifläche sein muss. Oder wie hat er das gerechnet? Auch hier gibt es natürlich Potenzialuntersuchungen, wie viele Dächer gibt es in Österreich, was ist versiegelt, was kann ich entlang von Infrastrukturlinien oder auf Deponien machen. Da gibt es natürlich dann Abminderungsfaktoren, dass nicht alles, was Dach oder versiegelt ist oder was eine Deponie ist, auch belegbar ist. Das hat sich der Herr Fechner angeschaut und auch dokumentiert. Man möge bitte hier nachlesen. Ich habe das nur eben rauskopiert, auch von der AIA, die auch auf dem aufbaut. Was kann ich dazu sagen? Das ist ein bisschen meine Meinung auch. Ich war 13 Jahre bei einem Energieversorger, die letzten Jahre auch Produktmanager. Ich sage halt immer, das ist der Faktor Mensch, das sind die Umstände. Und wenn zu mir wer sagt, zuerst alle Dächer, dann muss ich ein bisschen grinsen, weil alle Dächer zuerst, das möge man mir bitte mal zeigen in Graz und sonstigen, wo in den Altstädten, oder wenn ein Dach abrissbereit ist oder nicht mehr so lange hält oder wenn eine Übergabe vor der Tür steht. Das sind natürlich Aspekte, wo dann der Faktor Mensch oder die Umstände ins Spiel kommen und alle Dächer zuerst natürlich dann sehr schwer zu erreichen ist. Und man hat dann halt einfach die Abschichtung von, was ist ein mögliches Potenzial hin zu einem realistischen Potenzial. Und das realisierbare Potenzial 2030, das ist hier dargestellt in grün und also in dieser nicht dunkelgrünen, sondern hellgrünen. Das ganz dunkle wäre dann sozusagen der Bestand, das war nur 2018, auf dem hat das aufgebaut. Das etwas hellere Grün wäre das realisierbare Potenzial auf Dach, Deponie und Verkehrsflächen. Das haben Sie leider angeschaut, das hinterfrage ich jetzt einmal nicht. Das bilde ich hier ab. Darauf aufbauend braucht es eben, und auf das
verweisen wir dann halt auch, braucht es einen Ausbau auch in der Freifläche, weil sozusagen wir hier auch schneller vorankommen müssen, weil wir hier gewisse, ich sage jetzt mal, Industriestandard ist vielleicht vorherrscht, aber wir brauchen auch andere Prozesse. Wir haben ja auch einen Fachkräftemangel jetzt, was, weiß ich nicht, die Arbeiten am Dach anbelangt und der Druck ist groß und die Abhängigkeiten sind groß. Also das führt natürlich irgendwie dazu, dass man sich über Freifläche Gedanken machen muss. Das ist so sinngemäß unsere Aussage und wir als EWS Consulting haben uns dazu was überlegt, wie es intelligent gehen kann, wo wir davon überzeugt sind, dass es auch so Sinn macht. Das ist also diese Doppelnutzung dann auch am Feld draußen. Niederösterreich ist auch abgebildet und man kommt aber ungefähr auch auf das Gleiche, ungefähr in etwas weniger, wie das technische Potenzial auf den Dächern, auf Deponien ist und ein bisschen weniger wäre dann auch der notwendige Ausbau. Dann habe ich noch Folie reingeben, das ist die allerletzte. Was ist das notwendige Ziel von Niederösterreich? Ich habe das immer nur Niederösterreich abgebildet, kann man für andere Bundesländer auch machen. Das wären diese 2700 GWh. Also man kann ungefähr auch im W sorgen, wenn man es in Leistung haben will, wenn man mit 1000 rechnet. Und das politische Ziel jetzt vor kurzem zumindest kommuniziert, was wir mitbekommen haben. Und bitte, wenn ich hier etwas Falsches sage und nicht mehr aktuell ist, Sie wissen es vielleicht besser, Sie sind in Niederösterreich dann auch ständig auch aktiv, dann wären das die 3000 Gigawattstunden, also schon etwas höher als politische Ziel wie in dieser AIA-Ausarbeitung. Und wir kennen eben auch dann in der vorletzten Spalte diese Zonierung, diese Freiflächenzonierung, wo jetzt auch schon der Entwurf schon länger draußen ist, der beschlossen werden soll, wo es, sorry, das ist jetzt falsch, das muss ich noch korrigieren, das ist falsch, das sind die burgenländischen Zahlen, also Niederösterreich hat 138 Zonen, 19 Zonen, im Burgenland sind es 19 Zonen, mit aber ähnlich hoher Hektaranzahl, also in dem Fall 1289, also auch 1300 Hektar, ähnlich wie das Burgenland zoniert, also 138, soweit ich es im Kopf habe, sehr viele Zonen verteilt auf Niederösterreich, man nennt das niederösterreichische sektorelle Raumordnungsprogramm Photovoltaik mit einer Umweltprüfung einhergehend und man sozusagen auch den Druck von den Gemeinden nimmt, also diese Flächen wurden vorgeprüft, teilweise eingemeldet von Projektierern, teilweise auch über einen Top-Down-Ansatz, über GIS, also geografische Informationssysteme ausgewertet, was denn geeignete Flächen wären. Hat man zum Beispiel betrachtet, Nähe zu Umspannwerken, technogene Vorbelastungen, neben Straßenzügen, Autobahnen etc. Also so sinngemäß eine erste Zonierungsrunde gestartet. Also das sieht man dann schon so, dass man, wenn man sagt, auf die 1300 Hektar umgerechnet, passen um den Dreh herum, bei AgriPV ist es ein bisschen weniger, aber also Standard auch circa 1000 bis 1300 Megawatt drauf, ist das sozusagen schon ein Teil dessen, also ein sage ich mal, 35% des politischen Zieles durchaus umsetzbar, wenn denn da alles auch gemacht werden kann. Und das ist natürlich auch die nächste Frage, können all diese Zonen auch umgesetzt werden, gerade auf Deponien oder anderen Flächen ist es nicht so leicht. Wenn hier, und da gibt es auch Zonen, sehr, sehr viele Grundstückseigentümer beteiligt sind, ist es auch nicht so leicht, hier einen Konsens herzustellen für einen Betreiber. Hier muss ich auch ganz ehrlich sagen, sind wir vertrieblich erst im Aufbau. Da kann vielleicht auch dann der Herr Neubauer, der zweite Referent, mehr darüber sagen. Das mag durchaus sein, das glaube ich auch. Aber das ist jetzt das, was wir herausgefunden haben, also diese 138 Zonen. Man kann in Niederösterreich auch, und das ist der erste Bullet Point, hier auch bis 2 Hektar im Grünland auch PV machen, braucht eine Umwidmung, Zuständigkeit Gemeinde. Man muss das normale Verfahren über das Land sozusagen abwickeln, also eine Widmung. Bei Anlagen größer 2 Hektar geht es nur in zonierten Flächen. Es ist jetzt auch in den Medien gestanden, dass man für Industriebetriebe, die mehr wie 20 GWh Stromverbrauch haben, auch in der Nähe von 500 Meter eine vereinfachte Widmung oder wie auch immer machen kann, also das auch erleichtert. Das wird sich auch zur Zielerreichung beitragen. Was ich da vielleicht nur dazu sagen möchte, ist zur Zonierung. Hier haben wir festgestellt, so, das ist ein bisschen ein Spezifikum, was uns nicht erschließt in Niederösterreich. Ich weiß es nicht, warum. Das Agri-Photovoltaik, also wie es wir machen, also mit der Landwirtschaft als Hauptnutzen, also wirklich sozusagen hier auch die
Lebensmittelproduktion weiterhin im Mittelpunkt sein soll, etwas erschwert ist, also gar nicht bevorzugt ist in Niederösterreich, denn Agri-PV im klassischen Sinn ist in den Erläuterungen, also im Entwurf der Erläuterung, ich weiß jetzt nicht, ob so beschlossen werden, nur bis 5 Hektar möglich in den Zonierungen. Klassische Photovoltaikanlagen mit der Hauptnutzung Stromproduktion, aber ich tue die Landwirtschaft in den Hintergrund, geht sogar bis 10 Hektar. Also das ist etwas sehr komisch. Wir verstehen es nicht, warum das so ist. Und bin auch gespannt, ob es irgendwer in der Runde weiß, warum es so ist. Genau, also ich korrigiere das auch gerne nochmal oder bitte heute auch alle, die es hören, 138 Zonen und ca. 1300 Hektar in dieser Zonierung. Die muss aber erst beschlossen werden. Also das ist, wie gesagt, aus dem Burgenland, das ist mit den zwei Sternen reingerutscht. Sorry dafür. Also, und jetzt kommen wir mal schon auf das Produkt zu sprechen. EWS Sonnenfeld oder auf unseren Ansatz. Es gibt ja sehr viele Ansätze für Agri-Photovoltaik und haben wir alle auch eine gewisse Berechtigung. Wir haben uns das halt, oder auch unsere Produktentwicklung hat sich damit lang beschäftigt, auch unter Mithilfe von Landwirten und Grundeigentümern. Und wir glauben halt jetzt mit dem, was ich jetzt zeige, hier eine sehr, sehr gute Symbiose aus einerseits Sonnenstromproduktion und Nahrungsmittelerzeugung, um die es ja in Wahrheit auch wirklich geht und das wir alle wollen, zu gewährleisten. Das ist diese Doppelnutzung, von der alle sprechen. So in etwa, das ist nur eine Animation. Ich habe jetzt dann auch Fotos mit, wie es dann in der Realität ausschaut. So stellen wir uns das vor, so ist das Ergebnis. Wir haben hier nachgeführte Modultische, die sozusagen der Sonne von Osten nach Westen nachlaufen, unter Anführungszeichen. Wir nennen sie, das sind die Sonnenfänger, die hier dann Strom produzieren. Und dazwischen hat man breite Bewirtschaftungslinien, die hier dann auch die landwirtschaftliche Nutzung sicherstellen. Wir können das sowohl bei Acker- als auch bei Grünlandbewirtschaftung einsetzen. Hier nochmal ein Schema, wie das aussehen kann, jetzt zum Beispiel, wenn hier gemäht wird. 9 Meter wäre die Bewirtschaftungsbreite und unter den beweglichen Tischen gibt es einen Blühstreifen. Ich meine, für die Förderungen gibt es die Notwendigkeit, biodiversitätsfördernde Maßnahmen durchzuführen. Dieser Blühstreifen ist eine sehr gute Möglichkeit, hier auch das zu tun. Ich habe dann auch eine Grafik, wie viel Prozent der Fläche hier auch dann auch für Biodiversität genutzt werden kann. Die Bewirtschaftungslinien können 9 Meter oder 12 Meter sein. Also jetzt in dem Fall Bewirtschaftungsmodus Grünland, wenn man es horizontal stellt, je nachdem, wie es auch der Landwirt dann auch gerne hätte oder hat, damit auch gut bewirtschaftet werden kann und sicher bewirtschaftet werden kann. Hier eine Abbildung. Im Ackerlandmodus beispielsweise, wenn hier der Mähdrescher zum Beispiel auch durch muss, Getreide, kann man die oder wird man auch die Modultische seitlich stellen, um hier noch besser auch bewirtschaften zu können. Diese Möglichkeiten sind alle hier gewährleistet und können eingestellt werden. Komme ich da noch näher dann drauf zu sprechen. Wie macht man das Ganze, dass das auch anwenderfreundlich ist. Wir arbeiten an einer smarten Systemsoftware. Da gibt es die unterschiedlichsten Modi. Da wird uns jetzt auch die Anlage in Bruck noch auch weiterbringen. Also gibt es natürlich Standardmodis wie Grünland- oder Ackerbewirtschaftung. Wir werden dann je nach Kulturpflanzen, die hier zum Einsatz kommen, auch natürlich noch in Abhängigkeit der lokalen Meteorologie und der Böden weitere Modis vorbereiten. Sprich zum Beispiel, wenn etwas zu trocken ist, wenn man so den Niederschlag anders steuern muss, wenn Trockenstress ist oder auch, keine Ahnung, im Grünlandmodus, wenn es ums Volltrocknen geht etc. Wichtig ist auf alle Fälle der Beregnungsmodus, also sprich, wenn die Notwendigkeit besteht hier, dass wirklich Regen flächig auftritt, kann man auch die Tische entsprechend ausrichten. Wir haben in Bruck alle haben Sensoren eingebaut. Es gibt Windrichtung, Windgeschwindigkeit und so weiter. Und mit dieser Anlage werden wir das sehr gut gewährleisten können und dazulernen. Zum Beispiel auch, wie wir mit dem Regen umgehen, dass er wirklich flächig auftritt. So gut es geht. Natürlich in unseren Breiten wird auch das Thema Schnee noch mehr ein Thema, auch natürlich im Osten, dass dann hier auch entsprechend der Schnee abrutschen kann. Bis 70 Grad geht es. Das ist eine Sonderanfertigung auch für uns. Also das ist nicht Standard, was zumindest mir gesagt wurde, dass tatsächlich da sehr gut der Schnee abrutscht. Das Ganze wird über eine App ansteuerbar sein für den Landwirt, für den Bewirtschafter.
Was bewirkt auch dieses Tracker-System sozusagen, der Sonnenfänger? Das ist auch eine Glättung, eine ganz, ganz wichtige energiewirtschaftliche Sache, dass sozusagen hier diese klassische orange dargestellte Glockenkurve einer starren Südausrichtung, klassische PV-Einspeisekurve, geglättet wird, so sinngemäß wirklich mehr Ertrag an den Randzeiten hat, wo auch der Stromverbrauch höher ist und wo auch, ich denke, auch für die Energiewirtschaft das sehr interessant ist. Und im Sommer ist es noch geklettert, also es ist fast eine Linie dann von 7 Uhr bis, je nachdem wie lang der Tag dann ist, aber bis 16 Uhr eine schöne Produktionslinie. Also auch hier, glaube ich, sagen zu können, dass es eine sehr sinnvolle Maßnahme ist, wenn man hier den Gerade wenn jetzt alle sozusagen sehr viele starre Südanlagen bauen, braucht man auch hier ergänzende Systeme. Wie schaut es aus jetzt? Wie viel Fläche brauchen wir? Also wenn ich versiegeln her, ist auch wieder Geschmacksfrage, aber ich weiß es nicht, ob wir es tun. Wir haben es uns ausgerechnet, wenn wir hier eine 5-Hektar-Anlage, also eine Anlage auf 5 Hektar errichten, immerhin Strom für 1500 Haushalte. Wie schaut es dann aus mit den Flächen? Der Flächeninanspruchnahme und rein der Flächenverlust, wenn ich sage, durch die Rampfehler, die wir hier haben, durch Wege, die wir benötigen, irgendwo eine Fläche, wo die Wechselrichter oder Inverter aufgestellt werden, Trafogebäude, wir kommen auf 2%, das ist verloren. Das braucht die Anlage, das ist Technik. Der Blühstreifen, wenn er jetzt sozusagen hier die dargestellte Breite hat, und ich gehe nochmal da zurück, die 2 Meter beispielsweise hier bei dieser Anlage ergibt dann auf die Fläche gerechnet die 18%. 7% braucht man ohnehin, was ich so auch mitbekommen habe. 18% haben wir, Steigerung der Biodiversität. 80% der gesamten Fläche bleibt genauso wie vielleicht gehabt oder etwas adaptiert in der landwirtschaftlichen Nutzung. Und dies ist eben diese Nutzung oder diese Doppelnutzung, die uns so gut gefällt, weil wir haben ja auf der einen Seite die Stromproduktion, die ist vielleicht nicht ganz so gut, sage ich einmal, in den Kilowattstunden, wie wenn ich alles wirklich zumache mit Photovoltaik, einen klassischen Freiflächentisch aufstelle und eng zusammenstelle beispielsweise. Aber wir bekommen da auch bis auch 80% der Erträge, wir haben aber 80% Landwirtschaft. Also sprich, wir sagen halt, ja, das ist einfach eine sehr, sehr hohe Flächeneffizienz und wir sind halt, das ist unsere Meinung, dass es auch dieser intelligente Ansatz dann auch verdient, sozusagen auch näher betrachtet zu werden. Und wir hoffen natürlich darauf, da ein gutes Feedback zu erhalten. Ja, zusammengefasst, wir haben geringe Stromgestehungskosten, auch weil wir Standardkomponenten verwenden aus der Industrie, die vielfach erprobt sind. Wir haben durch dieses System ja nicht nur Stromerzeugung, sondern wenn wir diese Anlage machen, gibt es ja auch über die Pachterlöse sozusagen, Zusatzerlöse für Landwirte, weil der Landwirt kann ja weiterhin bewirtschaften, aber natürlich hat er ja auch Pachterlöse, also ist sicher auch attraktiv für Landwirtinnen, sich das näher anzuschauen und das Gespräch zu suchen oder sich zumindest einmal Gedanken über Photovoltaik am Feld zu machen. Es wird sicher welche geben, die das gut finden, super finden, spannend finden, mache, die das kritisch sehen, mag sein, aber das ist auch in einer Demokratie legitim. Wir sehen so keine Konkurrenz, ja, wir haben 2%, aber das ist aus meiner Sicht keine Konkurrenz. Das kann man sich ausrechnen, dass das nicht sehr viel wäre, wenn man den notwendigen PV-Ausbau, der nicht auf Dächer, nicht auf versiegelten Flächen geht, so macht, dann kommt nicht viel zusammen, das tut nicht weh, da werden ganz andere Flächen in Österreich versiegelt und das tut mir zum Beispiel persönlich mehr weh. Wir haben die Biodiversität, die wir steigern können, also auch ein großer Nutzen über diese Blühstreifen. Und auch die Stromproduktion wird verstetigt, also das soll heißen, gleichförmiger gemacht. Das ist eine große Chance aus unserer Sicht und sollte in Österreich tatsächlich und auch in Niederösterreich ernster genommen werden. Das ist jetzt auch mein Appell an alle, die da vielleicht Einfluss haben, was die Zonierungen anbelangt. Wir haben uns auch etwas überlegt, was wir den Gemeinden bieten können, also auch Ihnen oder einer CAM oder wie auch immer. Das gerade bei uns jetzt in Oberösterreich, wo wir doch einige Projekte in der Pipeline haben, wird das sehr gut aufgenommen von den Gemeinden. Und das ist auch ein Wesenszug von EWS, weil sozusagen unser, weiß ich nicht, Bürogebäude gleich daneben ist der Windpark Munderfing, da ist die Gemeinde mehrheitlich beteiligt, also alle Bürgerinnen und Bürger, und das Thema Bürgerbeteiligung
ist uns ein Anliegen und ist auch in gewisser Weise auch DNA von uns. Und wir haben uns da zwei Sachen überlegt. Also immer mehr kommt das Thema über die Energiegemeinschaften oder über Energiegemeinschaften auch den Bürgerinnen und Bürgern einen Zugang zu gewähren zu dem erzeugten Strom vor Ort des Sonnenfeldes beispielsweise. Dieser Ansatz ist möglich. Sie kennen es vielleicht. So Energiegemeinschaften gibt es immer diese lokalen, regionalen Energiegemeinschaften. Wir speisen ein Umspannwerk ein. Also das ist der potenzielle Teilnehmerkreis. Wir unterstützen hier gerne bei der Konzeption dieser Energiegemeinschaft, wo auch sozusagen wir das Sonnenfeld einbringen können, den Ertrag einbringen können. Man muss natürlich dann festlegen gemeinsam, wer oder wie groß der Teilnehmerkreis sein kann oder auch wie die Organisationsform aussehen soll. Das ist schon klar, weil natürlich muss sich die Sache insgesamt auch darstellen können, aber gerade in Zeiten hoher Energiepreise mache ich mir da überhaupt keine Sorge, dass das auch nicht ein Win-Win-Effekt sozusagen, wie man so gern sagt, auch darstellen kann, wirklich den Leuten vor Ort, den Gemeinden, die umwidmen, die sich auch Gedanken machen, welches Projekt lasse ich zu, hier zu sagen, da kann man wirklich auch einen Preisdeckel, einen langfristigen für Bürgerinnen und Bürger machen. Wenn ich sage, ein Fixpreis, dann sollte es auch ein Fixpreis sein. Viele haben Sorge, betreffend fluktuierende Energiepreise, es ist kaum mehr planbar, aber wenn ich so eine Anlage habe, weiß ich ja sozusagen, was es mich kostet am Ende des Tages und wenn man wirklich dann die Detailplanung abgeschlossen hat, zu sagen, ja, jawohl, so und so viele Teilnehmer, also so und so viel Energie sozusagen zu dem Preis ist darstellbar, dann machen wir das auch gerne und unterstützen gerne dabei. Natürlich kann man auch Beteiligungen andenken über Nachrangdarlehen, also sprich, dass man hier so hat, das ist kein so großer Aufwand, über sogenanntes Crowdinvesting, über digitale Plattformen hier auch Bürgerinnen die Möglichkeit gibt, dann halt auch Geldbeträge sich zu beteiligen und gewisse Verzinsungen, attraktive Verzinsungen zu erhalten. Ist im Übrigen auch eine gute Möglichkeit für einen Betreiber. Und auch EWS ist Betreiber von so Anlagen oder wir sind Mitbetreiber, wir gehen auch gern Partnerschaften ein, hier auch Kapital einzubringen und hilft auch dann teilweise in der Finanzierung. Jetzt Bruck an der Leiter, um das soll es ja auch gehen. Also die Anlage ist fertiggestellt, kurz ein Abriss, das ist nur ein Plan gewesen. Diese Anlage, die wir jetzt gebaut haben und letzte Woche eröffnet haben, ist eine Forschungsanlage, wird vom Klima- und Energiefonds gefördert, gemeinsam mit dem Energiepark Bruck, einem langjährigen Partner auch in dieser Sache. Und die Universität für Bodenkultur begleitet uns hier mit der Forschung zu diesen. Also wir haben da jetzt 8 Forschungszonen, hier wird unterschiedlichst angebaut. Es gibt auch 6 mit Ziffer, also mit der Zahl 6 dargestellt, grün, eine unverbaute Referenzfläche. Da ist keine PV-Anlage oben, um auch sozusagen hier vergleichen zu können, wie denn die Sache wäre ohne Photovoltaik. Das wird jetzt dann 3 Jahre gemacht. Jetzt habe ich ein paar Fotos mit. Also so schaut es aus der Luft. Da haben wir natürlich ein paar Stromleitungen, die ja, sind da. Das ist sehr, sehr stark vorbelastet. Auch das werden wir uns ein bisschen anschauen, wie sich das auswirkt. Aber im Grunde, da sind die Module komplett horizontal gestellt. Also man sieht jetzt ungefähr, wie es von oben aussieht. Die bewegen sich natürlich der Sonne nach. Das ist jetzt die Maximalausladung. Und irgendwo da fährt der Traktor durch, der ist eh rot dargestellt. Der macht gerade die Aussaat. Es sind auch rein südaufgeständert die Anlagen drinnen, die sind oben und unten etwas dargestellt, sieht man schon, dass es ein bisschen anders aussieht dann. Das ist deswegen auch gemacht worden, weil es eben eine Forschungsanlage ist, um es auch vergleichen zu können. Die Anlage hat ca. 3 Megawatt auf den 5,5 Hektar, ist jetzt keine Referenz sinngemäß vom Umrechnungsfaktor her, weil wir hier sozusagen auch wirklich Flächen freigehalten haben oder anders bebaut haben. Genau. 2 Trafos, wir haben den Energiepark Bruck hat eine Fläche, betreibt die Fläche und wir, also EWS Consulting, auch einen Teil. So schaut es aus, wenn man jetzt so quasi jetzt Live-Fotos haben möchte, der Traktor fährt da gerade durch. Ich glaube, der grüne Traktor bringt gerade den Mohn aus und hat, also sind die Platten auf die Seiten gestellt und kann da wirklich zufahren zum Glühstreifen und oben detto. Es gibt jetzt auch Videos, die werden auf unserer Homepage sein, wie das in der Bewirtschaftung, wie man sich das auch konkret vorstellen kann. Bei der Eröffnung, wie gesagt, frohe Gesichter, alle waren recht zufrieden, glücklich. Es ist tatsächlich auch für die anwesende Ministerriege und für die Bürgermeister ein Role Model, also wirklich ein Herzeigeprojekt, wo wir wirklich hoffen, es ausrollen zu können, auch das Konzept, auch viele sozusagen auch anstecken zu können.
Ja, es gibt einen Bewirtschaftungsplan, den hat die BOKU erarbeitet. Man sieht hier unterschiedlichste Formen von Feldfrüchten, die wir hier verproben, auf den einzelnen Zonen. Da wird es dann auch Berichte geben und auf das hinaus optimieren wir auch dann die Software. Ja, ich bin dann fertig mit dem Vortrag. Wir haben hier unsere Kontaktdaten, gerade fürs Hoppala, für Niederösterreich gibt es hier dann auch unser Büro in Parndorf. Mit unseren Kolleginnen und Kollegen bitte, wenn Sie es hier die E-Mail-Adressen notieren, sich dieser zu bedienen oder gleich am Handy anrufen beim Herrn Schauerhuber beispielsweise oder wenn er nicht erreichbar ist bei der Frau Bernardi. Sie kommen sicher zu einem kompetenten Mitarbeiter, der Ihnen hier behilflich sein wird. Wenn Sie wollen, können wir gerne einen Besichtigungstermin bei der Anlage in Bruckach organisieren. Also einfach melden. Es gibt eine Homepage www.sonnenfeld.com. Hier gibt es eh laufende Informationen und auch Videos dann von der Bewirtschaftung immer wieder aktualisieren. Ich bin fertig mit dem Vortrag. Ich hoffe, er hat gefallen. Stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Danke, Herr Dorfinger. Sehr spannend und interessant. Gibt es eine Frage aus dem Publikum zum Sonnenfeld oder zu sonstigen spezifischen Vortragsthemen? Fritz. Ja, ganz, ganz kurz. Der Vortrag war sehr interessant. Würde mich auch interessieren, so eine Anlage zu besichtigen. Ja, keine Frage. Wir in Niederösterreich haben wir schon sehr viele Anlagen. Ich weiß aber aus unseren Kreisen, also die Landwirtschaft hat noch sehr, sehr viele Dächer zur Verfügung zu stellen. Ja. Das Problem ist ein bisschen, welche Qualität hat der Boden dort in Bruck? Da würde mich interessieren, was für Bodenklimazahl ist dort zur Anwendung gekommen. Und das Problem ist halt auch ein bisschen, wir haben große Naturschutzgebiete, ja, Natura 2000. Ich komme aus dem Hollabrunner Bezirk. Wir haben 40% unserer Fläche ist Natura 2000 und wir wissen von unserer Naturschutzabteilung, dass sie solche Anlagen, Freiflächenanlagen, weder auf Biodiversitätsflächen noch auf Nahtflächen, Naturschutzflächen, die was ganz besonders ausgewiesen sind, nicht genehmigen wollen. Und dazu kommt noch, Gregor, auf Biodiversitätsflächen, die werden nach Öpol oder Nahtflächen auch, werden nach Öpol dann nicht gefördert, wenn man solche Anlagen darauf errichtet, weil die waren ja meiner Meinung nach auch irgendwo geeignet dazu, dass man so Naturschutzflächen oder eben Biodiversitätsflächen für sowas hernimmt. Ja. Weil ich sehe es schon ein bisschen problematisch, Herr Dorfinger. Ich fahre selber mit einem Mähdrescher und es ist natürlich schon schwierig, so genau da durchzufahren und nachher, da fahre ich 10 Jahre durch, auf einmal bleibe ich hängen und da haben wir so viel zusammen. Es ist nicht so einfach. Ja. Also es ist schon eine gewisse Herausforderung. Also auf Naturschutzflächen, minderwertigen Flächen sehe ich es ein, aber da wird uns die Naturschutzabteilung momentan nicht entgegenkommen in Niederösterreich. Ja. Das haben wir schon prüfen lassen, aber auf wertvollen Flächen ist es natürlich umso schwieriger. Herr Dorfinger, können Sie da was dazu Ich habe sagen? versucht mitzuschreiben. Ich hoffe, ich habe nicht alles vergessen. Sonst bitte, Herr Schächtner, sagen Sie nochmal dann die Frage, auf die ich nicht eingegangen bin. Ich fange vielleicht so an wegen Bewirtschaften. Natürlich, das werden wir dazu lernen. Ich kann nur so viel sagen, was ich jetzt in Bruck auch mitbekommen habe, was mir auch berichtet wurde und was mir die Landwirte erzählt haben, die dort jetzt bewirtschaften. Also der Traktorfahrer, der das jetzt gemacht hat, wo wir das Video gemacht haben, der war am Anfang sehr, sehr skeptisch. Er hat gesagt, das wird nicht funktionieren, weil er auch eine Mindestgeschwindigkeit braucht, jetzt fürs Aussehen beispielsweise. Ich komme zwar von einem Landwirt, aber bei uns ist es recht steil, wir dürfen nur Milchwirtschaft machen, aber ich käme jetzt nicht so gut aus persönlich nur, was Ackerbau betrifft beispielsweise. Er hat gesagt, ich muss meine 10 km/h fahren. Ja. Und dann ist er da durchgefahren, hat das im GPS eingegeben, hat gesagt, überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Also, das sind halt auch Geschichten, die man dann sozusagen, auf die man dann drauf kommen. Aber das ist ja halt jetzt, was wir in Bruck so gehört haben. Wie das jetzt mit Mähdrescher ist, weiß ich wieder nicht, weil in dem Fall war es ein großer Traktor. Aber ja, das ist natürlich Feedback und eine wertvolle Information für uns. Ich nehme das aber auch gern mit, jetzt zum Beispiel, was den Mähdrescher anbelangt und frage da nochmal bei uns beim Joachim Payer nach, der das Produkt auch entwickelt hat. Der hat sicher auch schon mit jemandem gesprochen, der hier sozusagen dann Weizen ernten oder andere Früchte ernten muss. Also da kann ich jetzt leider persönlich nicht mehr dazu sagen, aber das nehme ich gerne noch mit Sie können es gerne mir schicken oder mir zukommen genau. lassen und ich leite es weiter. Genau, ja. Ja, Mit dem zum Thema Kontaktdaten.
zum Thema Naturschutz und minderwertige Flächen und hochwertige Flächen. Da hatte ich, finde ich, jetzt Land an unterschiedlichen Zugang. Das ist schon klar. Es ist ja generell, wenn man es die Energiewirtschaft anbelangt, das ist jetzt ein bisschen auch meine Erfahrung, immer auch das Thema, was tun wir mit dem Netz? Jetzt haben wir natürlich auch Landwirtschaften oder Flächen, große Dachflächen, die auch sehr peripher liegen. Kann jetzt vielleicht auch nicht das Dach komplett voll machen, weil sonst muss ich das Kabel ausreißen oder presse das Kabel reintun. Diese Agri-PV-Anlagen, und Oberösterreich verfolgt das zum Beispiel, werden auch nur, und man kriegt auch nur eine Umwidmung, wo man irgendwo sozusagen irgendwo in einer Nähe von einem Umspannwerk ist. Da gibt es energiewirtschaftliche Prioritätsklassen. Das macht voll Sinn, weil wir hier bestehende Infrastruktur besser nutzen können. Und wir können dann sozusagen also diese Großanlagen gut einspeisen lassen, ohne dass wir da jetzt überall ein Kabel ausreißen, weil das Niederspannungsnetz einfach nicht dafür ertüchtigt ist. Ne? Also das ist schon mal so eine Sache. Und dann geht es natürlich jetzt um die Abwägung, wenn man das jetzt so hat, wenn man hier einen gewissen Umkreis tätig ist, welche Boden nimmt man in Anspruch? Mein Chef, der Joachim Bayer, sagt immer, das ist durchaus geeignet, und bitte sagt es das für hochwertige Flächen, weil er sagt, es sind nur die 2%, es sind nur die 2%, wo was drinnen steht. Wir haben jetzt auch genauer sehen, wie es uns geht mit der Ernte im Bruck, mit den unterschiedlichen Feldfrüchten, wie das mache, wird das vielleicht nicht so taugen, vielleicht gibt es Feldfrüchte, und gehen davon aus, denen der das gar nicht so schlecht tut, wenn dort einmal nicht so viel Sonne auf wie fällt oder wo man sagt, das wächst genau gleich gut, super, passt eh wunderbar. Und ich glaube einfach, da steht der Tropfen hüllt den Stein, und wir müssen natürlich auch liefern und Erkenntnisse liefern. Dann ist es natürlich dann auch für die Zuständigen, für die Beamtenschaft, für die Politiker leichter dann auch, sage ich mal, dass man da über den Schatten springt und sagt, jawohl, das können wir auch auf anderen Böden machen. Was in Oberösterreich oder was in den meisten Bundesländern nicht geht, ist die höchste Funktionserfüllungsgrad, also die höchste Bodenwertigkeit. Also die ist völlig ausgenommen. Ist klar, wir haben dann in Oberösterreich zum Beispiel eine Unterscheidung, wenn es sehr, sehr neu beim Umspannwerk ist, und wenn es Agri-PV ist, dann kann es ein höherwertiger Boden sein. Ich finde es sehr gescheit. Und sozusagen die klassischen Freiflächentische, ja, wo wirklich... kann man sehr vorstellen, was dann drunter wächst, auf minderwertigen Böden. Also ich plädiere sehr stark, wirklich dann zu unterscheiden, was habe ich für Technologie, und daraufhin auch dann auszulegen, welche Bodenklassen, Bodenwertigkeiten lasse ich zu. Bezüglich Bruck, was ist jetzt nicht ad hoc, weil ich nicht in der Planung dabei bin, man müsste in die Bodenkarte schauen, ich habe kurz reingeschaut, es ist jetzt schon ein höherwertiger Boden, aber die Information gebe ich Ihnen auch durch, nämlich auch, wie es zu der Entscheidung gekommen ist. Ich weiß halt nur, das ist wirklich direkt neben der Autobahn, da gehen drei Hochspannungsleitungen drüber, daneben ist eine Biogasanlage vom Energiepark, aber ich kenne die Vorgeschichte nicht, ich bin 13 Jahre beim Energieversorger gewesen und leite jetzt dann die Projektierung seit 3 Monaten, das weiß ich leider auswendig nicht, sorry, kann ich gerne nachliefern und auch den Kontakt sonst herstellen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich alle Fragen beantwortet habe, sonst, wenn ich eine vergessen habe, bitte nochmal stellen. Habe ich jetzt ausgeschaltet? Nein, das passt schon, ja. Ich habe das nur noch so als Feststellung gesagt, das mit den Naturschutzgebieten, und dass wir da mit unserer Naturschutzabteilung im Land ja schon einmal mehrere Verhandlungen geführt haben und dass wir da nicht so weitergekommen sind, so wirklich. Ja, es steht auch in den Verordnungen bei uns drin, naturschutzfachlich hochwertige Flächen werden wir nicht umwidmen können. Ja. Ja, weil da ganz einfach, da sitzt man dazu fest vom Naturschutz drauf, ja, und sieht ja, das nicht, wie wir zwar das sehen, ja. Ja, klar. Ich meine, jetzt Bundesland ist anders. Bei uns in Oberösterreich, Naturschutz ist Landschaftsbild ein großes Thema, nicht? Es kommt ja dann auch dazu, ist auch in den Naturschutzagenten drinnen. Da ist Erfahrung sammeln, vermitteln, Leute einladen, anschauen, mit den Landwirten reden, wie die Erträge sind. Wenn diesen Argumenten sozusagen auch ein bisschen vielleicht der Boden geebnet wird, dann schafft man das auch, weil viele können sich das nicht vorstellen. Ich kann nur das Beispiel von dem Landwirt bringen, der mit dem Traktor durchgefahren ist, der hat gesagt, das funktioniert sowieso nicht. Und jetzt fährt er durch und sagt, super geht's. Also das ja. Ist halt normal. Ja, ich würde das jetzt nicht in Stein gemeißelt sehen. Ja. Das ist halt auch die Leistung der Pioniere, quasi, dass Beispiele geschaffen werden, dass man sieht, dass man sich selbst quasi überzeugen kann. Dass man Sicherheit gewinnt, ja, natürlich. Dass man Sicherheit gewinnt. Was man nicht glaubt. Manches geht dann vielleicht tatsächlich nicht, aber auch auf das muss man ja mal drauf kommen.
Man kann es nicht von vornherein ausschließen. So gesehen, ja, ich sehe schon, nächstes Jahr werden wir sicher irgendwo in die Richtung mal besuchen vielleicht. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen. Wie gesagt, jetzt ist gerade umgeackert worden. Die Saat aufgeben. Die ersten grünen Stängel wachsen raus. Nächstes Jahr ist es sehr grün. Ja. Und gibt sicher schon auch gute Gespräche, glaube ich. Okay. Danke. Ich würde, Ernst, du hast die Hand gehoben. Noch eine kurze Frage, bevor wir mit dem Herrn Neubauer von RWA weitermachen können. Ja. Grüß Gott, hallo. Grüß Gott, hallo. Hallo Gregor und ja, danke für den Vortrag. Ernst Überreiter, Umweltgemeinderat in Schrattental. Danke für den Vortrag, sehr interessant. Die Anlage würde mich wirklich einmal interessieren, würde ich mir gerne mal in Natur anschauen, wie das da funktioniert, direkt in der Bewirtschaftung, damit man sich mehr vorstellen kann. Aber eine Frage, Sie haben es teilweise schon beantwortet und das ist auch schon angesprochen worden, jetzt von der Netzinfrastruktur. Bei Ihrer Testanlage, die wir gesehen haben, da rennen ja Haufen Stromleitungen schon drüber. Da sieht man, da ist die Netzinfrastruktur vorhanden. Üblicherweise die Agrarflächen haben aber nicht so viele Umspannwerke oder Stromkabel in der Nähe. Das heißt, die meisten liegen irgendwo in der Gegend quasi, wo man nicht unbedingt die direkte Netzanbindung hat. Das heißt, sollte man vielleicht dazu sagen, dass man die Anlagen nicht unbedingt überall hinbauen kann, sondern im Umkreis von, was weiß ich, dass halt halbwegs angebunden werden kann. Und wenn man so große Anlagen errichtet, jetzt auch nur eine Frage, ist es so, dass man selber für diese Anbindung bis zum nächsten Umspannwerk, also dass der Anlagenbetreiber dafür sorgen muss, oder ist da der Netzbetreiber dazu in irgendeiner Form verpflichtet? Ist das in den Bundesländern unterschiedlich? Bei uns ist es die EVN. Kann man die EVN fragen, bitte bind mir meine Anlage an, oder ist es so, wie ich erfahren habe, dass die EVN dann sagt, naja, die Anbindung kostet dir nochmal 500.000 Euro, damit man das Kabel auch wirklich, also beziehungsweise, dass man diese Freifläche auch ans Netz anbinden können. Das zahlst du auch als Anlagenerrichter. Das wäre vielleicht interessant. Okay, danke. Danke. Okay, soweit ich das weiß, und bitte vielleicht nicht als Gesetzte achten, gibt es bei so Projekten dann, wenn man so eine Vorplanung hat, dann die Notwendigkeit, eine Anfrage oder man stellt eine Anfrage beim Netzbetreiber mal zwecks Netzzugang sozusagen. Der schaut sich das an und rechnet drüber. Der schaut auch generell bei den Umspannwerken, gibt es nur freie Kapazitäten, weil man bekommt dann zum Beispiel, also keine Ahnung, über 5 MW Anlage, hat die noch Platz im Umspannwerk, ja oder nein, weil es ist ja anderen Betreibern ja auch schon eine Leistung versprochen worden. Es kann also sein, dass man jetzt gar nicht mehr sozusagen mal reinkommt, dass man warten muss, bis eventuell ein Projekt rausfällt etc. Der Netzbetreiber ermittelt dann auch einen technisch geeigneten Anschlusspunkt, TGA, glaube ich, wird der genannt, also wo dann sozusagen der Zugang zum öffentlichen Netz auch sinnvoll möglich ist oder durchführbar wäre. Ich meine, die Netzbetreiber sind momentan notorisch überlastet. Ich glaube, das kann ich behaupten. Da bin ich jetzt nicht falsch am Dampfer, weil es da sehr viele Anfragen gibt und die PV-Errichtung ja explosionsartig gestiegen ist. Auch die Kloranlagen und alle müssen irgendwie bearbeitet werden. Dementsprechend dauert es jetzt lang. Die Erfahrungen machen wir, bis wir Auskunft bekommen. Dann hat man da mal für eine gewisse Zeit einen Netzzugang. Man bekommt hier mal einen Netzzugang mitgeteilt und man muss jetzt selbst Gedanken machen, ja okay, bei uns ist auch schon gekommen, da keine Ahnung, 10 Kilometer braucht es ein Kabel oder sonst irgendwas. Man muss dann schon einmal mit den zuständigen Gebietsstellen das Gespräch führen. Da findet man dann schon Lösungen, aber was jetzt nicht heißt, dass nichts kostet, das kostet ja wohl was. Also dieser Netzzugang kostet den Betreiber was und man muss sich da Gedanken machen, wie man das vielleicht gut gestalten kann, optimieren kann. Wir haben in Bruck eingespeist, teilweise bei der Biogasanlage, weil diese Biogasanlage hat eine zugesicherte Leistung und man kann das auch gemeinsam betreiben. Also so geht es. Oder bei Windparks ist das, glaube ich, jetzt ein Thema, weil ja die auch einen Netzzugang haben, eine Leistung haben, wo sich ja durchaus eine PV-Anlage gut verträglich integrieren lässt. Auch vielleicht über eine gewisse Regelung, dass man diese quasi, also den Netzzugang, der ist auch also ausgelegt über auf eine gewisse Leistung und auch bereitgestellt, auch nicht überschreitet. Diese Möglichkeiten hat man, aber natürlich kommen da Kosten auf einen zu. Man kann oder wir rechnen mit einer Daumenformel, also was wirtschaftlich darstellbar ist und auch machbar ist, weil man muss ja, ich sage, wenn ich jetzt in der Landwirtschaft bin, das Graben ist jetzt technisch nicht so der Aufwand, dass ich das Kabel dort reingrabe. Man muss ja halt die Dienstbarkeiten sichern, das, ja, kennen wir schon lange aus der Windenergieerrichtung. Also ungefähr ab 5 Megawatt, sage ich mal,
pro Megawatt ein Kilometer, das mehr darf es nicht sein, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, für 5 MW-Anlage das Umspannwerk in 8 Kilometer Entfernung habe, dann ist das für uns zu weit weg beispielsweise. Also das ist sinnlos. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man kann sich die Verträge merken, 1 Kilometer Netzrichtung pro... So in etwa. Oder? So in etwa, genau. Man muss aber eh schauen, was dann der Netzbetreiber sagt. Ne? Sagt der, wir sind voll, oder gibt es da irgendwas noch zu machen, oder hat man Querungen drinnen, das dann auch wieder teurer machen. Also das muss man sich dann schon anschauen. Aber mal so wirklich als ersten Indikator, ja. In Niederösterreich, glaube ich, sollen jetzt auch Dutzende Umspannwerke neu gebaut werden, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnert habe, mal eine Pressemeldung gelesen. Das Bravo. Dann wird es auch wieder besser, die Möglichkeiten, die man hat. Und der muss ja sozusagen Frequenzspannungsregelung machen, der Netzbetreiber. Und ich kann jetzt auch nicht in meinem letzten Netzstrang eine genau. Ist auch nicht möglich, dass ich da 200 kW-Anlage draufklatsche. Das ist ja oft in der Landwirtschaft das Problem. Ja. Also deswegen auch diese Geschichte mit Näherumspannwerk durchaus relevant. Okay. Eine ganz kurze Frage noch, Gregor, ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Blühstreifen, 2 Meter Blühstreifen. Wie kann ich die bewirtschaften? Das sind die Biodiversitätsflächen in dem Fall, als Blühstreifen angelegt. Die muss ich auch irgendwann einmal im Jahr zumindest mähen oder in irgendeiner Art bewirtschaften. Muss ich die dann niederspritzen oder kann man die mechanisch bearbeiten? Brauche ich dafür Spezialgeräte? Das sagt der Fritz Schächtner wahrscheinlich eh, aber ich bin kein Landwirt. Nein, niederspritzen tun wir nichts, also im Bruch gar nicht und schon gar nicht den Blühstreifen, also überhaupt nicht spritzen, die werden. Haben wir uns auch groß Gedanken gemacht, ja, wie geht das? Aber das ist alles kein Stress, haben sie uns da gesagt, weil ein Landwirt hat da jetzt einen kleinen Traktor und der hat sich das gerne da rein, im Mara, egal ob Balkenmäher beispielsweise oder andere Mehrwerke sind sehr geeignet, was uns gesagt wurde. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass man aber ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht komplett gleich abmäht, aber das war's, ich weiß nicht, Herr Neubauer hat vielleicht auch ähnliche Themen, dass man sagt, man lässt auf der anderen Seite stehen, dass die Insekten genügend Zeit haben, auch zu übersiedeln, weil wenn ich da voll durchfahre sozusagen, ist es auch für die Lebewesen dort ein Riesenproblem, also eine Seite mähen, Zeit geben, dass die Lebewesen hier dann sich quasi wegwandern und dann wieder die andere Seite mähen. Also da gibt es natürlich dann auch das Ökologie, wie soll ich sagen, ja, Ökologiekonzept zur Bewirtschaftung des Blühstreifens. Ja. Das sind natürlich Wanderheuschrecken dann sehr praktisch. Die wissen schon, wie es geht. Die wissen, wie es geht, ja. Mhm. Genau. Okay, danke Herr Dorfinger. Herr Neubauer, danke für die Geduld. Ich freue mich, dass wir jetzt zum zweiten Vortragen zum Herrn Neubauer von RWA Solar Solutions GmbH kommen können mit dem Vorzeigebeispiel Ökosolar Biotop Öchlern in erster Linie, aber Sie haben auch ein paar weitere Infos noch für uns und bitte nun um Ihren Vortrag. Ja, schönen guten Abend. Freut mich, dass ich unser Ökosolar-Biotop vorstellen darf. So, ich werde jetzt das teilen. Können Sie das schon sehen? Es wird. Ich sehe noch die, noch nicht die Präsentation als Vollbildschirm. Okay. Dann gehe ich wieder zurück. So, nochmal Bildschirm freigeben. Okay, vielleicht habe ich nicht das. Dann tun wir das Fenster auswählen. Ja. Genau, sind wir wieder das. Und jetzt noch vielleicht auf Bildschirmpräsentation starten. Ja, jetzt sehen wir Ihre... Jawohl, perfekt. Passt. Gut, perfekt. Gut, ich stelle uns kurz vor, wie RWA, glaube ich, kennen die meisten, aber wir treten ja nicht mit dem Namen auf, sondern also die RWA ist Großhändler für die Lagerhausorganisationen, hat aber gewisse Dinge, die auch einfach zentral abgewickelt werden. Unter anderem ist das der Bereich Energie. Ja, und der neue Standort in Korneuburg, wo wir angesiedelt sind. Ja, nur kurz gesagt, wir sind quasi zur Hälfte gehören wir den Lagerhäusern. Wir sind aber auch in strategischer Allianz mit der BayWa. BayWa erwähne ich deshalb, weil die BayWa international im erneuerbaren Bereich eine sehr große Nummer ist. Das ist einer der größten Projektentwickler und Großhändler im Photovoltaikbereich. Und wir arbeiten mit Ihnen hier überall, wo es Sinn macht, sehr eng zusammen.
überall dort, wo einfach das lokale Know-how gefragt ist, sind wir vorne. Ja. Also bei größeren Projekten ist die BayWa für uns halt ein Komponentenlieferant, die Leitwarte nutzen wir und. Gut, das Herr Neubauer, können Sie ein bisschen näher zum Mikrofon, bitte? Ja, sehr gerne. Ich könnte sein, dass von meinem größeren Bildschirm das verwendet wird, aber ich versuche es. Ja. Wenn Sie näher zum Bildschirm kommen, wird es lauter, das passt. Die Richtung stimmt. Gut, okay. Gut, hier noch abgebildet neben den Agrartechnik, Baustoffen, Haus und Garten, den Energiebereich, wo wir mit der Photovoltaik angesiedelt sind. Wir haben ein eigenes Tochterunternehmen, das ist die RWA Solar Solutions, aus dem heraus wir Anlagen selber betreiben, errichten, also als Errichter für Energieversorger oder andere Kunden auftreten und diverse Dienstleistungen, Stromhandel, Leitwarte und so weiter anbieten. Gut, ja, hier nochmal zusammengefasst, was tun wir? Wir haben eigene Investmodelle, wo wir selber in Anlagen investieren. Zum einen, indem wir Flächen mieten und die Anlagen betreiben über normale Direktstromvermarktung über Börse oder andere Mechanismen. Energiegemeinschaften ist heute auch schon gefallen. Auch da haben wir uns an einem Unternehmen beteiligt, die Firma eFriends, die solche Dienstleistungen neben dem, was sie sonst ja auch anbieten, so eine Stromtauschplattform, können sie auch Energiegemeinschaften abbilden. Und da sind wir mit Ihnen aktiv. Aber das PV-Stromnutzungsrecht ist ein klassisches Contracting-Modell, insbesondere für Kunden, die einen hohen Stromverbrauch haben, selber aber nicht zwingend in PV-Anlagen investieren wollen. Entweder weil sie nicht wissen, wie lange sind sie auf diesem Standort oder wie lange brauchen sie diesen Strom, können wir anbieten, dass wir in die Anlage investieren, diese betreiben. Der Kunde nutzt so viel Strom, wie er braucht, das zahlt er an uns und die Überschussvermarktung übernehmen wir. Ja, zweiter Punkt, Anlagenverkauf. Wir errichten und betreiben Anlagen für Kunden. Dazu kann ich nennen, Brauerei, Betonwerk, die ÖBB, die EVN sind unsere größeren Kunden, die ich jetzt genannt habe, für die wir jetzt Anlagen bauen und teilweise auch betreiben. Ja. Also Energieversorger in der Regel betreiben das natürlich selber. Was wir aber schon immer anbieten können, ist Leitwarte, den Börsenzugang. Hier haben wir einfach den Vorteil mit dabei, dass wir in einem größer skalierten System uns quasi einnisten können. Ja, hier ist halt die Leitwarte dann wirklich rund um die Uhr besetzt, weil es halt für weltweit eigentlich genutzt wird und nicht nur in Österreich. Gut, jetzt überspringe ich das, ein paar schöne Bilder noch und komme zu dem eigentlichen Thema. Ökosolarbiotop, Sie sehen jetzt auch noch das Label Biotopstrom, das wir damals, wie wir die Anlage konzipiert haben, auch gestaltet haben, weil wir gesagt haben, wir wollen den Strom ja auch entsprechend vermarkten. Und in dem Fall ist die Firma Garant, der Tierfuttermittelerzeuger, unser Kunde, der diesen Strom dann auch nutzt. Ja, ich beginne mal mit den Bildern, um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, aber ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte zu erzählen. Vor 3-4 Jahren, wie wir begonnen haben in der RWA mit Photovoltaik, war es einmal oberste Prämisse, alle eigenen Standorte mit Photovoltaik auszustatten. Also wir haben damals vorwiegend von Dächern gesprochen oder Flächen, die halt im Betriebsareal waren. Wie wir bei der Garant waren, haben wir sehr schnell gesehen, es gibt in Wahrheit nicht viele Dachflächen, die man nutzen kann. Und die man nutzen kann, die sind schon genutzt. Also rechts hinten sehen Sie diese Silos und ja, daneben Bürostandort. Und hier war eigentlich schon PV-Anlage drauf. Und die Dächer waren einfach, die noch da waren, waren entweder im Schatten oder einfach statisch nicht so geeignet oder kaum Flächen verfügbar. So ist es halt bei Silos oder auch Hochhäusern so. Und steht auch dann in keiner Relation zu dem eigentlichen Stromverbrauch. Der Stromverbrauch ganz grob ist in etwa 4 Gigawattstunden, was dieser Standort verbraucht. Und ja, wir haben dann einmal einen Rundumblick gemacht und festgestellt, ja, eine Freifläche würde es geben, die kann man sich anschauen.
Die hat zufällig, ja, also wusste ich damals noch nicht, auch der RWA gehört, einfach als Betriebserweiterungsoption, war auch entsprechend gewidmet als Betriebsbaugebiet, war aber landwirtschaftlich genutzt. Wir haben uns daraufhin überlegt, ja, wie wollen wir das angehen, weil wenn wir das natürlich beginnen, sind wir als Landwirtschaftsorganisation natürlich die Erste, die da vielleicht einmal Frage und Antwort stehen muss, was wir denn da tun, wenn wir auf der Freifläche, die landwirtschaftlich genutzt ist, eine PV-Anlage bauen. Ich bin lang genug in der Branche, dass ich weiß, wie man das baut und dass da eigentlich nichts passiert unter dieser Fläche. Nichtsdestotrotz muss man sich schon ein paar Dinge heute überlegen. Ja. Es gibt Anlagen, die auf Betonfundamenten gebaut sind. Da wird es dann schon wieder eher kritisch. Ja. Wie ist es denn mit der Gesamtökobilanz von diesen Systemen? Und ja, es gibt auch Systeme, die wirklich sehr bodennah gebaut werden, die mit Ost-West-Systemen gänzlich ohne Reihenabständen auskommen, da wächst dann drunter wirklich nichts mehr. Also das gibt es alles, wird alles verbaut, ist teilweise sogar nochmal ein Stück rentabler als diese Art von Anlage. Aber uns war es eben da ganz wichtig, eine klassische Freiflächenanlage zu bauen, aber mit einem Ökologiekonzept oder Biodiversitätskonzept. Das ist der größere Teil dieser Anlage, den Sie da sehen, links symbolisch dargestellt, der hintere Bereich. Das war eigentlich die Ausgangsbasis, wie wir dann im zweiten Schritt südlich zu diesen Agri-PV-Anlagen gekommen sind. Also wir haben im Jahr 2020 oder Ende 2019 mit dem Bau dieser Anlage begonnen, die große Freiflächeanlage. Und haben dann eigentlich während des Baus noch entschieden, auch Agri-PV-Systeme für intensive Photovoltaik dazu zu entwickeln. Vielleicht kommen wir dann später nochmal auf diese Grafik zurück, aber ich gehe jetzt einen Schritt weiter, um Ihnen für diese Biodiversitätsanlage, für das Ökosolarbiotop, mal die Überlegungen darzustellen. Also uns war es einmal ganz wichtig, dass es eine Aufwertung der Fläche darunter ist, um einfach die Artenvielfalt, sowohl Tiere als auch Pflanzen, zu erhöhen. Dazu ist es notwendig, dass einmal keine Bodenversiegelung vonstatten geht. Wie schon gesagt, ist in den wenigsten Fällen von Photovoltaik so, dass hier eine Bodenversiegelung passiert. Die Rammprofile, also der Querschnitt, ist tatsächlich vernachlässigbar. Und dann reden wir wirklich nur mehr nur von den zwei Trafostationen, die jeweils ein paar Quadratmeter auf ein Schotterfundament stehen. Also auch hier ist nichts fundamentiert mit Beton. Der einzige Beton, der wirklich zum Einsatz kommen ist, ist für das Einfahrtstor. Also hier mussten wir tatsächlich die Steher betonieren. Das heißt, die Versickerungsfähigkeit ist einmal darunter vollständig gegeben. Oberhalb bei den Paneelen ist es so, ja, es wird in der Regel auch so gebaut, dass dazwischen keine Abdichtung passiert. Das wird eher bei Carport-Systemen gemacht. Das heißt, auch zwischen den Paneelen kann das Wasser immer durchfließen. Dann von der Bepflanzung war es uns ganz wichtig, immer eine große Vielfalt anzubieten. Was sich dann wie entwickelt, ist dann ein zweites Paar Schuhe, muss man ganz ehrlich sagen. Weil was wir schon gewusst haben, ist, eine landwirtschaftlich genutzte Fläche ist in der Regel sehr nährstoffreich, anders würden wir es nicht so nutzen und wird ja dann auch nachgeholfen in der Regel mit Düngung. Ja. Das heißt, der Boden ist einfach gut für intensive Nutzung. Bei einer Biodiversitätsfläche will man eigentlich genau das Gegenteil. Weil, ja, wenn viel Nährstoff da ist, wachsen halt die Pflanzen, die genau davon profitieren, ist überdurchschnittlich stark und verhindern das Wachstum vom Rest. Das heißt, es ist hier das Ziel, den Nährstoff auch abzumagern. Und das geht nur, wenn ich gewisse Maßnahmen ergreife. Und, ja, und die Entwicklung kann ich quasi bedingt beeinflussen, brauche aber tatsächlich hier sehr viel Zeit. Ja. Das dauert einfach viele Jahre, bis sich das tatsächlich so entwickelt. Und man muss auch immer wieder mal nachhelfen, nachsehen. Was wir aber schon gesehen haben, ist, dass sie unter den Paneelen unterschiedliche Bereiche ausbilden. Also es macht einen Unterschied, ob dort genau die Wasserabtropfkante ist, ob dort das unter den Paneelen ist, aber noch Licht hinkommt, ob eben weniger direktes Licht hinkommt
oder ob kein Panel drüber ist und auch wenig Licht hinkommt, weil es hinter der Modulreihe ist. Das haben wir mittlerweile auch mit einer Diplomarbeit von der BOKU also so analysiert bekommen, mit diversen anderen Erkenntnissen, die gewisse Annahmen hier ja vielleicht entkräften oder wiederum untermauern. Ja, wir haben auch Schafe von Anfang an in das Konzept mit eingeplant, aber nicht ausschließlich. Vielleicht zurückgreifend auf das Thema Blühstreifen. Ja. Wir haben dort Schafe, wir tun die immer nur in Segmenten halten und wir haben das auch so, dass wir sagen, okay, ja, wenn jetzt ein Blühstreifen wieder zu bewirtschaften wäre, können das die Schafe einmal abfressen. Es bleibt aber nicht aus, dass ich nicht dann mit Motorsense oder einfach anderen Gerät die stärker wachsenden Pflanzen dann einfach mähe. Also um das kommt man dann nicht herum. Ja, das Projekt haben wir von Anfang an auch mit der BOKU und dem Franziskus-Josephinum in Wieselburg konzipiert, die uns auch laufend da jetzt unterstützen. Ja, ich habe hier schon ein paar Dinge vorgegriffen. Wir haben vor der Errichtung ja schon mal die Bodenproben genommen. Da haben wir auch gesehen, dass hier sehr hoher Nährstoffhaushalt ist. Und tun das jetzt auch laufend monitoren, wie sich das in Zukunft entwickelt. Von der Errichtungsseite her war es so, hier hat man einen Spagat schlagen müssen zwischen denen, die gesagt haben, um die Fläche gut zu bewirtschaften, müssen wir es eigentlich ackern, gruppern und. Für die Errichtung der PV-Anlage ist das aber eigentlich wieder sehr schwerend, wenn im mit den Gerätschaften dann über einen gelockerten Boden drüber fahren muss. Also haben wir uns dazu entschieden, dass wir eben die Auflockerung des Bodens nachher machen. Ist tatsächlich eine etwas Erschwernis, weil ja die ganzen Stützen schon da sind und ich unter den Paneelen nicht mehr so gut hinkomme. Pflegemaßnahmen, was war da der Plan oder wie haben wir es dann umgesetzt? Wir haben am Anfang natürlich immens aufpassen müssen, dass nicht die falschen Pflanzen, ja, es gibt keine falschen, aber es muss sich einfach in der Waage halten, dass da einfach die Zielvegetation, die wir uns vorgenommen haben, bestmöglich angenähert wird. Und da hat es am Anfang auch öfter geheißen, ja, öfter mal mähen. Wir haben sehr früh auch schon mit Schafen gearbeitet. Aber die fressen halt auch wiederum nur das Beste weg und was anderes dann nicht. Also man muss die in Segmenten halten und gerade am Anfang eigentlich nur sehr kurz dann auf solchen Flächen. Ja, das können sie gewisse Arten einfach nicht wirklich entwickeln. Jetzt müssen wir mal schauen, dieses Fenster, sehen Sie das auch da bei mir? Genau, ja. Dann muss ich den Präsentationsmodus kurz weg tun. Okay, gut. Gut, nehmen wir das nicht? Na, komisch. Gut, dann muss ich wieder wechseln. Ja. So, ich bringe das Fenster irgendwie nicht weg, tut mir leid. Ich glaube, wenn Sie auf Ausblenden klicken, probieren Sie das einmal. Einfach. Ach so, dieses Fenster, ja. Also, danke, ja. Danke. Okay, ich glaube, dann so dein Bildschirm ausblenden. Okay. Ja. Gut, wir haben natürlich auch begleitende Maßnahmen gesetzt, also rundherum Hecken gesetzt in den meisten Bereichen, um hier auch ja, begleitende Maßnahmen einfach zu setzen, um Vögel, Amphibien und anzulocken. Gut, das waren die Hintergründe mal zu dem Biodiversitätskonzept und jetzt kommen wir zu der intensiven Nutzung der Landwirtschaft, zu den Agri-PV-Demosystemen. Damals hat man noch Agrar-PV gesagt oder Agro-PV, aber wir haben uns natürlich den Namen angepasst. Aber wie sind wir das angegangen? Wir haben gewusst, ja, wir wollen eine intensive Doppelnutzung machen, aber mit welchen Systemen? Letztendlich haben wir festgestellt, eigentlich muss ich mich fragen, was will ich denn anbauen, was will ich denn ernten? Ja?
weil danach richtet sich eigentlich, welches System wiederum geeignet ist. Nichtsdestotrotz können wir uns viel ausdenken. Wir sind jetzt nicht der Entwickler von Systemen, sondern wir bedienen uns Systemen, die es am Markt irgendwo gibt. Und gemeinsam mit der BayWa haben wir uns hier für drei Systeme entschieden. Aber hier sehen Sie einfach, was wir uns hier auch zusätzlich überlegt haben, ja, oder welche Themen hier und Kriterien hier zu berücksichtigen sind. Das ist das Thema Licht, ja, unter den Paneelen habe ich einfach mehr Verschattung, auch zwischen den Paneelreihen, egal jetzt welches System es ist. Muss man natürlich von Beginn an Gedanken machen, mit welchen Gerätschaften will ich das bearbeiten. Nährstoffhaushalt-Thema, das heißt, ich muss mir überlegen, welche Fruchtfolge bringe ich denn zusammen. Weil das ist schön und gut, wenn ich mit der einen Frucht das bewirtschaften kann, aber dann für die nächsten 2, 3, 4 Jahre nichts habe, wie ich das eben bewirtschaften kann. Ja. Und ja, Synergieeffekte gibt es vielleicht Vorteile, die irgendwo mehr Kosten rechtfertigen oder ja, das kommen wir dann bei der Auswahl der Systeme noch zu sprechen. Und ja, ich komme jetzt gleich zu dem ersten System. Die Powerkultur, das ist eine hoch aufgeständerte PV-Anlage mit semitransparenten Modulen. Für was ist das geeignet? Was sind so die Vorteile? Hauptvorteil ist hier mal, dass ich einen Witterungsschutz habe, also dass nicht direkter Regen auf die Pflanzen kommt, dass nicht, dass sie vor Hagel geschützt sind, dass sie einen gewissen Temperaturschutz haben, also wenn jetzt gerade die Grenze ist, ist noch Frost oder nicht, haben wir jetzt schon festgestellt mit den Messungen, dass wir tatsächlich so circa 1 Grad Celsius Unterschied haben zwischen der Umgebung und unter den Paneelen. Das kann oft ausreichen, um einen Frostschaden zu verhindern. Ja, und last but not least ist es das Stützensystem an und für sich, was ich eigentlich doppelt nutzen kann. Es ist ein Ranggerüst, was ich für gewisse Kulturen ja ohnehin brauche. Wir haben jetzt das Beispiel einmal angeführt, Beeren, Obst und Wein. Konkret in Pöchlern, wie Sie da jetzt sehen, rechts unten haben wir eine Äpfelkultur gepflanzt. Die wird auch von der Firma Frutura, das ist ein Obstlieferant, der eigentlich ja der Hauptlieferant von den großen Supermarktketten, der in der Steiermark angesiedelt ist und ein Netzwerk von landwirtschaftlichen Betrieben hat, die diese Pflanzen produzieren, genau. Und die betreiben hier auf circa 1000 Quadratmeter diese Äpfelkultur und wir eben diese PV-Anlage. Wir haben die Pflanzen erst heuer im Frühjahr gesetzt, also wollten es eigentlich schon letztes Jahr im Herbst setzen, nur der Herbst war letztes Jahr so extrem trocken, dass der Boden einfach kaum geeignet war, um da neu zu setzen. Und das haben wir heuer im Frühjahr gemacht. Wir haben dort auch eine Referenzfläche und jetzt springe ich zurück auf diese Übersicht. Wir haben, ja, nur die Maus geht da jetzt nicht drüber. Sie sehen im linken Bild im Süden diesen gelben Bereich und da sehen Sie einen sehr engen Bereich mit PV-Panelen. Das ist quasi die Powerkultur auf in etwa 1000 Quadratmeter Fläche. Und wir haben ganz im linken Bereich im Süden, wo Sie jetzt einfach einen leeren gelben Bereich sehen, haben wir eine Referenzfläche, die knapp so hoch ist, mit Hagelschutznetzen. Ja, auch die haben eine gewisse Verschattung, natürlich sehr minimal, aber ein paar Prozent sind es auch, um einen direkten Vergleich einfach auf derselben Fläche, am selben Standort herstellen zu können. Wir können jetzt bis jetzt natürlich nur sagen, einmal, wie gut sie angewachsen sind. Die Bäume haben sich beide gut entwickelt. Tendenziell sieht man sogar unter den PV-Panelen ein schnelleres Wachstum. Wir haben aber jetzt noch keine wirkliche Ernte gemacht. Es wäre ein Äpfel drauf gewesen, aber in den ersten
ein, zwei Jahren tut man einfach die Blüten wieder runter, damit das mehr in das Holz einmal geht, ja, dass der Baum einmal entwickelt. Das heißt, in zwei, drei Jahren werden wir dann schon mal erste Ergebnisse haben, wie sich die Äpfel hier entwickeln. Dann springe ich wieder zurück auf das zweite System. Das ist die Wanderfrucht. Hier werden Sie einen Wiedererkennungswert haben mit dem Vortrag von Herrn Dorfinger. Es ist letztendlich dieselbe Idee, es ist ein anderes System, aber es ist eben die Idee, zwischen den Panelreihen die Fläche möglichst flexibel zu nutzen, und das gelingt dadurch, dass ich die Paneele wegklappen kann. Wir haben hier ein Treckersystem, das sehr schmal gebaut ist. Also hier ist nur ein Modulfeld drauf, spart dann wiederum einen gewissen Anteil von Unterkonstruktion und ist, sagen wir mal, ein Stück weit weniger windanfällig. Aber muss man auch wiederum sagen, ich bekomme wiederum weniger Photovoltaikleistung auf dieselbe Fläche bei derselben Bewirtschaftungsbreite. Also beide Systeme für je nach Anwendungsart zu empfehlen. Ein Aspekt vielleicht ja noch, die Kernverschattung ist bei diesem System mit einem Modul vielleicht nochmal eine Spur geringer, und auf das kommen wir jetzt dann noch gleich zu sprechen. Wir haben hier ja schon eine Saison Winterweizen angesät gehabt. Also im Herbst oder also nicht Oktober, November haben wir da Winterweizen angesät, und der wurde heuer im August geerntet, und wir haben über das Jahr auch gesehen, wie er sich entwickelt. Und wir haben gesehen, in den Bereichen bei den Modulen war es im Frühjahr so, dass sie die Pflanzen quasi im Teilschatten besser entwickelt haben. Wir haben das einmal darauf zurückgeführt, dass das früher doch wiederum sehr trocken war und dort der Teilschatten zu mehr Feuchtigkeit im Boden geführt hat. Das Spiel hat sich dann über den Sommer wieder umgedreht oder sagen wir so kompensiert. Nämlich, ja, im Sommer haben natürlich die anderen Pflanzen weiter weg von den Paneelen mehr Licht bekommen und haben das wieder aufgeholt. Um zu sehen, wie dann wie homogen die Ernte ist, sind wir mit einem Parzellenmähdrescher, da zeige ich dann am Schluss noch ein Video gerne her, haben wir mit einem Parzellenmähdrescher, der in 1,5 Meter Abstand die Fläche geerntet hat, um zu schauen, wie ist der Reifegrad, ist da irgendein Unterschied, wie ist die Ausbeute von der Ernte, und das war da wirklich ganz homogen. Wir haben da keine wirklichen Unterschiede festgestellt, also keine merkbaren, wo man sagt, bei den Paneelen am Randbereich wäre es schlechter oder nicht. Ja, da komme ich gleich auf das dritte System zu sprechen. Felder haben ja die Ausrichtung, wie sie halt historisch haben oder von der Landschaft her. Es gibt einfach Streifen, die sind mehr Nord-Süd ausgerichtet, und es gibt Streifen, die sind mehr Ost-West ausgerichtet. Vielleicht auch nur ein Kommentar von mir. Die AgriPV steckt jetzt einmal ja in dem Stadium, dass man erste Pilotprojekte ausführt und schaut, wie kann ich es denn bewirtschaften, weil es ist natürlich eine Entscheidung für 20, 30 Jahre, was ich da auf das Feld stelle, und ich muss einfach mit Tag heute wissen, wie ich das die ganze Zeit bewirtschafte. Und ja, zum einen hilft uns vielleicht hier die Robotik. Wir haben in der RWA im Agro Innovation Lab immer wieder diverse Roboter, die wir testen für Unkraut hacken, für Spritzen aussehen und. Die sind natürlich alle noch in den Kinderschuhen, obwohl sie schon sehr viel können. Das Letzte, was wir ausprobiert haben, ist ein Weinbauroboter. Das ist ein Roboter, der wirklich vom Mulchen der Wiese darunter Spritzen und Ernten alles machen kann. Das kann immer zusammenstopfen, quasi welche Optionen ich haben möchte, kostet natürlich viel Geld, ja. Aber ist einfach eine gute Option, das wiederum mit etwas kleinerem Gerät zu bewirtschaften. Aber was ich nur sagen will, es gibt jetzt keine Erkenntnisse, wo ich sage, ja, da kann ich jetzt die zig Hektar damit zupflastern und kann das bestmöglich bewirtschaften.
Das heißt, wir sehen es jetzt einfach eher, es sind kleinere Projekte und glauben auch daran, dass die Agri-Photovoltaik am besten Fuß fassen kann, wenn sich Landwirte die alternative Erzeugungsformen testen wollen oder ja, oder eh schon wissen, ja, dass es hier Möglichkeiten der Synergie gibt, dass das dort am besten Fuß fassen wird. Und da sind halt die Feldausrichtungen so, wie sie sind. Und wenn ein Feld von Nord nach Süd ausgerichtet ist, dann passt so ein Treckersystem sehr gut, weil der muss quasi von Nord nach Süd lange Reihen bedienen können. Wenn das Feld aber jetzt genau von Ost nach West ausgerichtet ist, dann kann ich mit einem Trecker nichts anfangen. Dann habe ich sehr kurze Reihen, bräuchte sehr viele Motoren und Getriebe, die sehr kurze Reihen bedienen, und da wird es schon wieder mit der Wirtschaftlichkeit, geht schon wieder bergab. Drum haben wir hier noch ein drittes System ausprobiert, nämlich ein Einstützensystem, das nur auch wiederum nur eine Panelreihe drauf hat, um den Kernschatten möglichst gering zu halten und um die Bewirtschaftung zwischen den Panelreihen möglichst flexibel zu gestalten. Hier tun wir uns auch leichter mit der Statik. Wir können das leichter auch einmal nur mal um einen Meter höher bauen, dass man auch mit Mähdrescher vielleicht unter die Modulkante fahren kann. Aber das, ja, muss man gemeinsam mit Landwirten erarbeiten, was denn das Ziel ist, hier zu bewirtschaften. Hier haben wir auch wiederum Winterweizen angesät gehabt und selbe Ernte gehabt. Hier haben wir tatsächlich gesehen, die erste Reihe dahinter oder sogar die zweite ein bisschen haben deutlich weniger Ertrag gebracht, weil sie einfach einen Kernschatten haben. Und ja, das heißt, ich kann das Feld nicht so homogen bewirtschaften, wie wir das möchten. Gut, was für Erfahrungen haben wir jetzt da nochmal so gemacht? Es beginnt einmal in der Bauphase und in der Konzipierungsphase damit, dass ich mir vor Ort anschauen muss, die Fläche hat uns gehört. Also es war ja nicht so, dass wir den Landwirt gehabt haben, der das möchte, sondern wir waren der jetzt unterschiedliche Konzepte ausprobieren wollte. Und da ist man schon sehr abhängig davon, mit welchem Dienstleister kann ich das dann umsetzen. Wir haben hier aus unserer Sicht ja großes Glück gehabt mit jemandem, der eben nicht als landwirtschaftlicher Hauptnutzungszweck, sondern der genau eben verschiedene Sachen ausprobieren wollte und für uns mittlerweile die gesamte Fläche bewirtschaftet. Also angefangen von den Schafen, von den Mähen der Blühstreifen, vom Wegbringen des Mähguts bei der klassischen PV-Anlage, um Nährstoffe vom Boden etwas wegzubringen. Dann ja von der Ernte des Weizens, da haben wir immer die Wieselburger, die Landwirtschaftsschule mit im Boot, die das begleiten, teilweise auch landwirtschaftliches Gerät zur Verfügung stellen. Aber hier ja, brauchen wir einfach regional, wenn der das betreut. Und die Firma Frutura als Partner für die Obstanlage, aber auch die brauchen wieder manchmal jemanden, der vor Ort wieder mal was nachschaut. Bewässerung, schaut, ob irgendwas vielleicht nicht funktioniert und. Ja. Gut, das Vorbereiten des Bodens ist eine Erkenntnis, die wir mitgenommen haben. Das würden wir zukünftig definitiv vor der Errichtung der PV-Anlage machen, aber nicht jetzt kurz davor, weil dann ist ja der Boden tatsächlich wieder aufgelockert, sondern am besten eine Saison davor, ja, dass man in dem Fall beim Biodiversitätskonzept einfach eine geschlossene Grasnarbe hat, um einfach einmal ja, hier den Boden wieder begehen zu können, ohne da jetzt im Feld zu versinken, wenn die Jahreszeit nicht danach ist. Gut, die Bewirtschaftung, wie es vorhin auch schon diskutiert wurde, mit Traktoren, Mähdrescher und, muss man natürlich tatsächlich unterscheiden. Ja. Wir haben jetzt die erste Diplomarbeit fertig, das Francisco Josefinen Wieselburg durchgeführt hat, genau mit dem Ziel zu erfahren, wie genau kann ich mit einer automatisierten Bewirtschaftung mit GPS, also RTK-Signal, wie gut geht denn das? Ja? Wie genau kann ich mich denn darauf verlassen? Und die haben neben ja, einer intensiven Recherche von Bewirtschaftungsbreiten, von Sägeräten, Traktoren und,
haben sie auch tatsächlich geschaut, wie genau geht das jetzt wirklich mit dem GPS und waren wiederum selbst überrascht, wie genau, wie nahe man zu den Panelen hinfahren kann. Einen gewissen Sicherheitsabstand, der ist natürlich immer empfohlen, ja, also in dem Fall gehen sie von einem halben Meter aus, aber man könnte im Grunde wirklich auf wenige Zentimeter genau hinfahren. Aber Sicherheitsabstand ist immer gut. Das Entscheidende ist eher noch der Wenderadius. Ich brauche einfach ausreichend Platz, um, wenn ich von den Reihen rausfahre und in die nächste Reihen, dass ich genügend Wenderadien zusammenbringe. Dann müssen die Abstände zu der Umgebung, in der Regel wird es ein Zaun sein oder was auch immer, muss einfach groß genug sein. Und ja, das muss die Fläche einfach hergeben, das muss ich mit berücksichtigen, anders tue ich mir dann wirklich schwer. Nichtsdestotrotz, je größer das Gerät ist, je schwieriger wird es werden, das muss man auch wiederum sagen. Ja. In der Wachstumsphase haben wir auch gesehen, dass es teilweise unter den Paneelen sogar üppiger gewachsen ist als außerhalb. Aber wie ich auch schon gesagt habe, das ist nicht das Entscheidungskriterium, dass einzelne Pflanzen jetzt extrem gut wachsen, sondern wir wollen hier eine Vielfalt haben und die Diversität funktioniert eben nur, wenn es eher kargere Böden sind. Das ist hier in dem Fall das Ziel unter dieser großen PV-Anlage. Gut, jetzt würde ich noch gerne das Video herzeigen. Sie können natürlich gerne auf unserer Homepage dann auch schauen, aber vielleicht im Nicht-Präsentationsmodus kann ich wiederum den Link nicht auswählen. Ja, das ist jetzt die Südernte, also das nicht der Trecker, sondern das Einstützensystem, wo wir dazwischen nähen. Und die ersten beiden Reihen haben tatsächlich etwas weniger Ertrag gebracht. Selbiges Video gibt es dann auch für den Trecker. Wir haben hier dieselbe Breite gewählt, um eine direkte Vergleichbarkeit einfach zu haben. Aber wenn Sie sagen, etwas weniger Ertrag im Vergleich zu reinem Getreidefeld? Oder im Vergleich zu was? Jetzt nehme ich das Bild her. Dieser Bereich, sehen Sie meine Maus? Ja. Ja, diese Reihe hat weniger Ertrag gebracht. Diese Reihe. Okay. Also alle diese haben besseren Ertrag als direkt unter den Paneelen. Ja, wenn die Sonne tiefer steht, geht ja der Schatten viel weiter nach hinten. Ja. Ja, und darum erfahren die einfach weniger Sonnenstunden. Wie gesagt, es kann sein, dass es einmal bei dürreren Perioden einen Vorteil hat, gerade in der Anwuchsphase. Mhm. Aber jetzt, wenn es in Richtung Reifung geht, Richtung Ernte, dann braucht es einfach Sonne. Ja. Weizen ist eine Frucht, die von mehr Sonne sehr stark profitiert. Es gibt Pflanzen, die in unseren Breiten eigentlich von einer Verschattung profitieren würden. Also dazu zählen einige Gemüsearten, Kartoffel, Salate, die eigentlich im Halbschatten noch besser wachsen. Auch beim Wein ist es mittlerweile, werden Sie besser wissen, ja, ich bin da nur der das sagt, was andere sagen, ja, aber wir bekommen zu hören, dass halt die Arten, die in den letzten Jahrzehnten gezüchtet worden sind, die jetzt einen guten Ertrag haben, dass die eigentlich schon zu früh reif werden oder zu viel Zucker in sich haben, dass man eher wieder auf andere Kulturen zurückgreifen sollte, ja, das dauert aber halt wieder Jahrzehnte oder längere Zeit halt. Dass die einfach einen Vorteil haben von einer gewissen Teilverschattung. Ja, neben den anderen Effekten, dass natürlich geschützt sind von Hagel oder anderen Unwettern oder dass auch Spritzmittel, also auch im ökologischen Landbau werden ja auch Spritzmittel verwendet, Schwefel und so weiter, dass das nicht so schnell abgewaschen wird, ja, dass das dann länger auf den Blättern bleibt.
und ich von dem her wiederum Spritzmittel spare. Gut, ja, hier nochmal ein paar Bilder. Auf der rechten Seite sehen Sie die Powerkultur, wo wir eben die Äpfel drunter haben. Noch weiter rechts oben die zwei Reihen mit den Treckern und links unten die Blühstreifen, die hier im sehr üppigen Wachstum sind. Gut, also ich bin fertig mit meinem Vortrag und ja, sehr, sehr gerne für Diskussion und Fragen. Ja, dann vielen Dank, Herr Neubauer, auch für Ihren Vortrag. Auch sehr interessant, wie, oder einerseits, ein bisschen schade ist halt natürlich, dass wir zu lange warten müssen, bis man langjährige Ergebnisse kriegt oder von den Versuchsanordnungen. Es gibt schon erste Erfahrungen, wie Sie es gezeigt haben. Aber so, wie lange schätzen Sie, dass man braucht, eine ziemlich allgemeine Aussage machen, so und so ist in dem Fall am besten und so, dass man quasi wirklich ein schönes Handbuch hat für Landwirte, die das machen wollen, die dann wissen, ich will das machen, dann ist diese und jene Form am besten. Oder gibt es das eh schon? Wie lange man braucht, also ja, also wir, was wir als nächstes machen, ist eine Anlage mit Heidelbeer und eine Anlage mit Wein. Das sind die auch dazukommen. Genau, und wir sind in Diskussion immer mit allen möglichen Optionen. Ja. Was wir in Pöchlern jetzt machen, wir haben jetzt Soja angebaut und die Äpfel, wir werden tatsächlich im nächsten Jahr auch schon was sehen. Ja. Wir haben heuer schon gesehen, dass sie die Bäume darunter tendenziell ein Stück besser entwickelt haben, aber es ist halt auch ein Stück Subjektivität vielleicht noch dabei. Besser messen kann man es in Kilo Äpfel pro Fläche. Ja. Genau. Und dann natürlich auch die Qualität. Man muss jetzt auch dazu sagen, und ich glaube, das ist vorhin auch schon einmal gefallen, es geht ja auch hier nicht zwingend darum, dass wir mehr Ertrag aus der Landwirtschaft, aus derselben Fläche rausbringen, sondern es darf weniger sein. Aber wenn die Qualität vielleicht besser oder zumindest gleich ist oder der Einsatz von Arbeitsmitteln, ja, sei es jetzt einfach händische Arbeit, Maschineneinsatz, Pflanzenschutzmittel, was auch immer, das weniger ist, dann habe ich auch da wieder was gewonnen. Und ich muss im Grunde einfach beides bedachten. Ja, in Summe. Das ist ja schon eine wichtige Botschaft, dass eben es nicht weniger Ertrag wird, sondern mehr, wenn man es richtig macht, wenn man es geschickt macht. Das ist, glaube ich, die Hauptaussage, weil man immer wieder hört, ja, das ist ja quasi Nahrungsmittelkonkurrenz und so weiter, dass das, wenn man es eben so macht, wie man es jetzt im Hintergrund auch bei Ihnen sieht, das nicht der Fall ist. So, die Diskussionsrunde ist geöffnet. Die sind schon über 19.30 Uhr drüber. Das heißt, jeder, der jetzt noch dabei ist, macht es freiwillig. So wie vorher natürlich, aber her mit euren Fragen oder Anmerkungen. Fritz. Gregor, ganz kurz, darf ich mich nochmal zum Wort melden. Sehr gute Sache, Versuchsfeld im Böchlern. Bin ein leidenschaftlicher Lagerhaus-Befürworter, darum gefällt mir das auch sehr, sehr gut. Eines stimmt sicher nicht, Gregor, was du gesagt hast, dass man auf solchen Flächen, auf die 4 Hektar, wenn das Versuchsfeld so und so groß ist, habe ich sicher weniger Ernte, ja. Aber es ist ja ein Versuchsfeld, die ganz sicher weniger Erträge dort. Ja, also das ist sicher unumstritten, weil durch die Flächen wegfallen. Und es ist nicht, das habe ich jetzt erst schon beim Herrn Dorfinger gesagt, nicht mit dem Agrarumweltprogramm kompatibel momentan, weil ganz einfach naturschutzfachrechtlich und naturschutzfachlich das sehr umstritten ist. Ja. Die Beschattung und. Die Biodiversität ist dort in Mitleidenschaft gezogen. Das sehen halt die Naturschützer ein bisschen anders, als wir vielleicht mir oder mir Landwirte das sehen. Ja. Darum ist es auch vielleicht nicht so ideal. Ja. Eine konkrete Frage, Herr Neubauer. Energiegemeinschaft haben Sie zuerst angesprochen. Wie viele Energiegemeinschaften hat die RWA schon gegründet? Oder wie viele gibt es? Ich kenne eine in Niederösterreich. Ja, gute Frage. Ja, wir haben eine gegründet. Also sagen wir so, wir selber haben gar keine gegründet, weil wir als RWA dürfen das ja gar nicht. Ja, ja. Das ist ja deutlich zu groß. Das wussten wir schon sehr früh, wie wir uns damit beschäftigt haben.
Muss aber auch dazu sagen, wir haben uns mit dem Thema schon deutlich länger beschäftigt, bevor es diese Gesetze gegeben hat. Ja. Wir finden die Gesetzesgrundlage, wie es jetzt ist, sehr einschränkend, ja, und sehr bürokratisch. Also ja, darum gibt es auch, glaube ich, noch nicht so viel. Und natürlich, die Netzbetreiber haben länger gebraucht und alles irgendwo verständlich. Aber es ist ein sehr durstiger Weg, bis dass so Energiegemeinschaften entstehen können. Aber wir sehen sehr wohl Potenzial dafür, vor allem wenn einmal die ersten gegründet sind und die sich etwas etabliert haben, nämlich dann auch in Koexistenz mit etwas größeren Anlagen. Energiegemeinschaften, was ist der Hintergrund? Ja, es wollen sich zum einen Leute, die jetzt keine PV-Anlage haben, vielleicht irgendwo beteiligen, dass sie zu einem Strom kommen. Umgekehrt, die PV-Anlagen haben, möchten den Überschuss reinbringen. Neubauer, der Fritz Schächtner, glaube ich, hat aus einem bestimmten Grund gefragt, weil er selber schon eine Energiegemeinschaft gegründet hat. Nicht wahr? Ah, okay. Und wir auch in zwei anderen Gemeinden dabei sind, dass wir schauen, dass wir das machen. Aber wie Sie sagen, wo der Fritz tut, dass das leider... Oder nein, Sie haben es gesagt, Herr Neubauer, das ist doch ein bürokratischer Aufwand ist natürlich. Wo man ich kann das nur unterstreichen, Gregor, ich will das nicht in die Länge ziehen, der bürokratische Aufwand ist ein Wahnsinn bei solchen Sachen. Und genauso, es muss halt einmal langsam wachsen, muss man weiterentwickeln, genauso werden auch so Freiflächenanlagen sein, dass man das nicht von heute auf morgen alles realisieren kann, sondern dass das langsam wachsen muss. Wo können wir es machen, wo sind die Leitungen vorhanden, wo ist es sinnvoll und wo ist es eben nicht sinnvoll. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Danke. Mhm. Aber das mit dem Naturschutzfachlichen, das ist natürlich, oder halt Naturschutzrechtlichen, das ist schon interessant, wie kann man da weiterkommen in dem Fall? Weil ja, Gregor, ich weiß es nicht ganz genau, ja, ich bin da mit der Naturschutzabteilung sehr in Verbindung. Wir haben jetzt am 18. oder 19. ein Gespräch, am 17. ein Gespräch mit der, am 21., Entschuldigung, am Montag, mit der Naturschutzabteilung, wo wir auch solche Sachen besprechen wollen, warum das nicht... Auf Nahtflächen, Naturschutzflächen, die was nur zum Mähen sind und zum Pflegen sind oder den Aufwuchs wegzubringen ist, dort wäre es ja sinnvoll, das sind Böden, die haben unter 30 Bodenpunkte meistens, magere Böden, dort könnte man es machen, dort was sinnvoll, dort wird es nicht gewünscht. Mhm. Oder wird es momentan nicht gefördert, muss man sagen, ja? Also nicht bereitgestellt. Okay. Wird Gespräche brauchen, ja? Ja. Ist richtig, genau. Das ist ja auch unser Ziel, ja, mit dem Solarbiotop hier einfach zu zeigen, so, es ist eine Aufwertung für die Biodiversität und das geht in Koexistenz. Natürlich ist es anders, ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Flächendiskussion, mir persönlich erschließt sie sich ja nicht. Ja. Wir als landwirtschaftliche Organisation sind ja flexibel. Wir machen ja das, was irgendwo gebraucht wird, ja. Natürlich wurde in den vergangenen Jahrzehnten wurden viele Energiepflanzen angebaut, weil man gesagt hat, ja, man will halt im Kraftstoff Biodiesel reinbringen und, dass diese Produktion heute sehr ineffizient ist im Vergleich zu Photovoltaik, brauche ich auch nicht diskutieren. Und das Zehnfache würde wird derzeit halt auch dafür verwendet. Wir würden nur ein Zehntel davon brauchen für Photovoltaik. Also diese Thematik mit den Flächen, er schließt sich mir nicht, aber nichtsdestotrotz, ich sehe auch einen großen anderen Vorteil in der Agri-PV als rein nur dieses Thema Flächendoppelexistenz. Es hat einfach, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, bietet es eine Chance für Landwirte, die was anderes ausprobieren wollen, die einfach eine Doppelnutzung sehen, sei es, kann auch sein, dass sie selber investieren wollen in so eine Anlage. Wir brauchen ja Leute, die das tun. Die Netzanschlusspunkte sind ja sowieso der limitierende Faktor, werden sie auch in den nächsten Jahren sein. Das heißt, die Anlagen werden irgendwo dort stehen müssen, wo auch Netz verfügbar ist. Und da werden wir unterscheiden müssen zwischen einzelnen, vielleicht größeren, rein energiewirtschaftlichen Anlagen, weil halt dort irgendwo ein großer Zugang ist zu einem zu einer Hochspannungsleitung, ja, das wird es auch irgendwo brauchen, aber es wird die Vielzahl an solchen Projekten in, sage ich mal, ja, so um ein Megawatt oder was brauchen, die dann überall stehen können, die weder für die Landschaft eine Einschränkung sind, noch für das Netz, die dann eine Synergie für solche Energiegemeinschaften bilden, wo man sagt, gut, jetzt haben wir 100 Leute, jetzt könnten wir uns bei so einer Megawatt-Anlage dann schon mal beteiligen, ja, für jeden 10 kW, das passt dann schon. Und. Also ich sehe hier eine sehr große Bandbreite von Möglichkeiten. Mhm.
Gibt es weitere Fragen? Anmerkungen? Ideen? Wünsche? Wenn dem nicht so ist, dann danke auch nochmal, Herr Neubauer. Und wir sehen, also wie quasi in der Einleitung gesagt, wir haben derzeit um die 600 Megawatt Photovoltaik in Niederösterreich installiert. Wir müssen bis 2030, das ist in 7 Jahren, auf 3000 Megawatt kommen, was eine Verfünffachung ist. Und dafür brauchen wir viele Ideen, wie wir das hinbekommen. Und da ist eben Agri-PV eine der Möglichkeiten, wie man das möglichst geschickt hinbringt. Es liegen noch viele Steine im Weg. Es muss, glaube ich, noch rechtlich einiges passieren, dass das auch die Akzeptanz steigt und auch der landwirtschaftliche Nutzen quasi, Fritz, so wie du sagst, dass die Biodiversitätsflächen da auch quasi angerechnet werden können, was auch immer da weiter dahinter steckt. Also es gibt noch viel zum Tun. Ein wesentlicher Puzzlestein davon ist eben von der Energiewende, ist Agri-PV. Danke für eure Vorträge, Herr Neubauer und Herr Dorfinger. Ich bin mir sicher, das Thema wird uns weiter länger beschäftigen oder quasi begleiten, in dem Sinne, dass wir jetzt alle neugierig sind und schauen wollen, wie wir das bei uns auch am Boden bringen und wie wir die Probleme, die auftauchen, lösen können, indem wir die Kontakte nutzen, die wir haben und Überzeugungsarbeit leisten. Und dafür sind eben genau auch diese Beispiele, die wir heute gesehen haben, wichtig, dass man da schon auf was Bestehendes hinzeigen kann und schaut, das funktioniert ja. Es ist nicht so, wie man glaubt, dass das das Landschaftsbild zu sehr stört oder was auch immer, sondern man kann das dadurch, man kann die Energiewende dadurch quasi direkt erleben. So gesehen, wenn jetzt doch noch eine Frage aufgetaucht ist, nur her damit, ganz schnell. Werner, du hast dich aufs Bild geschaltet oder einfach so, gut. Na dann, danke allen Teilnehmenden, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, danke.